Willkommen zu unserem FIFA 21 Projekt mit dem SV Meppen. Geht es rein? Und dann schauen wir mal, was wir reißen können. Die Ziele sehen wir. Und damit würde ich sagen, ab geht's. Dann gehen wir rein in die Einstellung. Wir werden auf Weltklasse anfangen. 5 Minuten, Euro. Aber Pokal ist aktiviert, Übernahme deaktiviert natürlich. Behandlungsstätte ist streng. Nationalmannschaftsangebot ist deaktiviert und das Transferfenster natürlich aktiviert. Stadien sind umbenannt. Ich hoffe, er übernimmt es und damit ab geht's. Der Fußball ist wieder da, so sieht's aus. Endlich. Mitgegebenen Fall Zuschauer oder auch nicht. Im Moment ist wieder schwierig, aber naja. Wir schauen erstmal, was wir so da noch in den nächsten Wochen erleben können. Jetzt warten wir hier, bis es gleich hier reingeht. Ich bin mega gehypt auf das Spiel. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, freut ihr euch. Lasst einen Daumen da, wie gesagt. Und ja, wird viel, viel Content geben. Hier im FIFA 21 Karrieremodus. Darf ich an dieser Stelle schon ankündigen. Und dann speichern wir das Ganze schnell. So. Und damit willkommen zur Vorbereitung, zur Auswahl des Vorbereitungsturniers. Kerl, mein Gott. Die Champions Trophy für 1,3 Millionen, die European Shield, die hier sieht übrigens geil aus, für 1,38 Millionen oder Jupiler National Cup für 1,45 Millionen und den werden wir nehmen. Am Turnier nehmen teil wir Sündiris aus Dänemark, Wigan, Wacker aus Österreich, Brøndby aus Dänemark, Dundalk aus Irland, die Lyngby aus Dänemark und Whisky Wacker Tirol aus Österreich. Und damit gehen wir rein. Und nun willkommen wir im Terminkalender. Damit gehen wir erstmal in die E-Mails. Das werden wohl die Pläne sein, jedes Jahr wahrscheinlich. Vorbereitung, wichtige Infos, Jugendakademie-Bericht. Oh, der ist wirklich interessant. Gehen wir an die Ziele. Langfristig. Vielleicht über zwei Saisons an Spieler aus der Jugend und sorge für 30% Einsätze. Das geht. Fünf Serie Heimspiele. Hier eine Serie von fünf Siegen in Heimspielen in dieser Saison. Wow, also. Okay, in Folge. Gewinn. Stark. In der dritten Liga sollen wir im Aufstiegsrennen dabei sein. Sag mal, tickt ihr noch ganz sauber? Aber gut. Und wir sollen die Saison mit einem Gewinn von 5 Millionen Euro beenden. Schauen wir mal, wie wir das machen. Erstmal erstellen wir auch die Jugendbericht-E-Mail. Ihr seht, wir haben 1,34 Millionen zur Verfügung. Wir gehen jetzt mal hier gleich rein in das globale Scout-Netzwerk. Dann werden den Scout mal gleich in das Kilo erinnern, denn Meppen arbeitet sehr stark mit deutschen und auch niederländischen Talenten, weil Meppen im Ostfriesland sehr gut an der Grenze da oben liegt. Und wir schauen mal rein, was wir hier noch so haben. Ein Herr Breitenbach, den wir mal beobachten. Ein Simon Gollnack, was wir nicht beobachten werden mal. Dehl beobachten wir mal nicht, Azari nicht, Asta beobachten wir mal, Smarsch nicht, Mitrovic nicht, Itter, ja, warum nicht? Auch Bark beobachten wir, Leitsch mal nicht, Hufnagel nicht, Bertram auch nicht und damit das zu dem Thema. Dann legen wir jetzt noch schnell den Scouting-Bericht an. 16 bis 21, nee, bis 20 mal.
vielversprechend sollen die sein, genau. Beziehungsweise, ich versuche nochmal mit vielversprechend und für uns sollen sie dann schon Stammspielerqualitäten. Obwohl, nee, das nehmen wir raus, weil ich glaube, Stammspielerqualität können wir, glaube ich, nicht bezahlen. So, das hätte man auch eingestellt. Und nun gehen wir zum ersten Mal rein in die Transferzentrale und ich zeige euch mal. Ja, okay, alles gut. Schön. Nicht dahin, Quatsch, sondern ins Teammanagement und ich zeige euch unser Team. Da ist es. So, im Kasten der Erik Domaschke, der traditionelle Spieler aus Meppen, der nach Saisonende seine Karriere beendet. Luca Blockmann, Gelin aus Bremen, wird wohl, denke ich mal, Stammkeeper werden. Matthias Haagsahn, dritter Keeper, geht in Ordnung. Dann Rechtsverteidiger mit Amin, dem Afghanen. El Hazameh. Bredol, auch ein junger Mann. Armin würde ich ganz gerne mal verkaufen. Dann haben wir Puttkamer in Innenverteidigung mit Bühning. Annick Ose. Da ist schon eine Baustelle, denn wir bräuchten noch Innenverteidiger. Ballmott rechts ist okay. Jeskarewski würde ich mal verkaufen. Bräuchte man auch da noch einen Backup vielleicht. Egerer bleibt. Leugas Kapitän bleibt natürlich. Walter Drama würde ich ganz gerne verkaufen. Piosek. So, jetzt kommt nämlich die Frage, weil eigentlich spiele ich nicht mit einem typischen zentralen offensiven Mittelfeldspieler. Kulic brauche ich auch nicht mehr. Mit Adretti machen wir mal. Safe brauchen wir auch nicht. Hemmlein. Gut. Alles so Sachen, die brauche ich eigentlich eher nicht in meinem System. Düker passt. Der Helve wird auch verkauft. Grevenick, der Holländer, der bleibt mal. Und auch Tatermusch bleibt und Lukas Krüger bleibt auch mal. Bocic verkauft. Grevenick, der Holländer. Auch mal verkauft. Geben wir mal den Entwicklungsplan. Und schauen mal, was wir hier dann Neues so haben. So, er soll nicht ausgeglichen trainieren. Anspielstation, Knipse, Bielerstürmer. Er soll mal ruhig sich kompletter Stürmer. Er darf mal ruhig Stürmer probieren. Bei ihm würde ich sagen. Und dann soll er sich natürlich als das passt so schon. Alles gut. So, das ist angepasst bei ihm. Und dann schauen wir mal rein. Denn, ja, macht sie ihren Partie effizienter und aufmerksamer, achte auf genug Training und Spielzeit, um eine Sicherheit zu sorgen. Okay. Punkte, auf die wir achten müssen. Das macht schon wieder Spaß. So, wir werden in einem
5-3-2-System auflaufen. So, und jetzt haben wir nämlich das Problem. Dass wir ein oder andere, nämlich jetzt tatsächlich umschulen müssen. Zum Beispiel einen Lörgers und einen Egerer. Kann das auch nicht spielen, das ist das Problem. Und Leugas muss Stamm spielen, das geht nicht anders, das ist auch klar. Nehmen wir mal so rein. Zunächst, dann gehen wir hier rein. Entwicklungsplan. Machen wir ihn mal zum Abräumer. Und er soll sich mal fürs ZM das jetzt übernommen, hoffe ich. Mittelfeld. Wie bestätige ich das? Soll ich das bestätigen? Hoffentlich. Das ist die Scout-Berichte. Wir gehen jetzt mal in den Jugendstab rein. Gucken mal, was wir hier haben. Einen portugiesischen Innenverteidiger. Einen polnischen Mann, der auch nicht schlecht ist. US-Amerikaner fürs offensive Mittelfeld. Einen Slowen. Für den linken, rechten Flügel, also in Invaliga Borges. Bei dem machen wir einen Entwicklungsplan auf jeden Fall. Schauen wir mal rein. Jeden Fall nicht ausgeglichen. Libero reingehen. Anderen geben wir einfach mal frei. Dann schaue ich mal gerade rein, wie lange es bei Leugas braucht. Boah, 227 Wochen. Ey, das sind ja fast noch 2 Jahre. Boah, hallo. Okay, also da wäre vielleicht eher die Option, nochmal ZMs zu verpflichten. Erstmal bauen wir
auch zwei Jugendscouts auf. Bessere Spieler finden. Habe sogar einen schon geschenkt gekriegt. Einen kleinen schwachen. Gut, die bauen wir schon mal auf, das ist mal egal. Nach Deutschland. Der geht mal gleich 9 Monate. Und den zweiten Scout. Das ist mit 90.000 immerhin mal. Der wird dann Mitte des Monats losgeschickt. So, jetzt gehen wir dann mal gerade hier in den hier Entwicklungsplan. Okay. Dann gehen wir hier in den Terminwochenplan, denn ich würde gerne noch ein bisschen was anpassen im Kalender. Ganz gerne das im Kalender festlegen. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen voran hier. In den Trainingseinheiten. Abwärtsszenario. Spieler ändern. Kammer ist da drin. Ich will aber auch hinein. Warte. Spieler ändern. Kann ich denn nicht? Ach so, halt, das ist falsch. Kann man rausnehmen. So. Alles simulieren, ja. Ich gehe schon runter, aber okay. Und dann gehen wir mal jetzt hier weiter rein. Die E-Mail werden wir löschen und dann gehen wir voran. Da haben wir den Ruhetag. Und dann können wir gleich ins Spiel gehen. Erstmal hier nochmal ins Training. Leukos, ja. Soll er auch eigentlich. Gut, Kammer. Boah, es liegt viel Arbeit.
Rama und auch Tankulic sind froh, dass wir sie auf die Transferliste gesetzt haben. So. Und wann rollen? Kapitän natürlich Leugas. Ansonsten taktisch. Druck nach Fehlern setzen uns mal so auf die Höhe der Stürmer und dann hier bitte mit schnellem Aufbau. So. Und so versuchen wir das mal. Und damit gehen wir rein. Wir werden uns das Ganze schnell Simulation anschauen. Wir verlieren mit 0 zu 2. Und 70% Quote. Naja gut, okay. Nein, die Ergebnisse wacker. Wir haben nichts gemacht, ich habe nichts gedrückt, okay, aber gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein paar Tage voran. Gehen noch ins Spiel gegen ihrer Wacker, also vorher würde ich nochmal ganz gerne auf die Transferliste schauen, ob wir freie Spieler haben, die für uns interessant sind. Gerade in der Innenverteidigung. Und leider wir dort nichts durchaus so Interessantes für uns von den Ländern her leider. Von daher lassen wir das. Wir werden noch mal kurz auf die Leihliste gucken. Das ist noch mal eine Idee. Mein Gott. Und mal nach. Hier vielleicht Kamak in der Innenverteidigung aus Stuttgart. Beobachten wir mal. Das war's dann auch. Und auf der Transferliste dürfte eigentlich auch nichts Interessantes. Julian Stöckner aus Verl, aber nee. Nein, vom Aufsteiger wird das wohl nichts für uns. Damit gehen wir rein ins Spiel. Wir werden das nochmal schnell ins Teammanagement reingehen. Werden hier mal ein bisschen rotieren. Der Krüger darf heute mal. Schmidt. Seht ihr es, ist der Kader verdammt eng getaktet hier. Blockmann darf natürlich für Domaschke mal in den Kasten. Und ansonsten, die Innenverteidigung ist das große Problem. Wir simulieren mal. Schauen hier mal rein, was die Simulation gegen Wacker für uns bereithält. Und wir gehen rein, Wacker stößt an, ein bisschen Ballbesitz. Ich
Schritte sind. Die Strategie natürlich. Das sieht dann gut aus. Was ist das? Nicht das erste Tor für die erste Chance vielleicht. Gut gespielt, wirklich, und dann der Fehlpass. 10 Minuten rum, noch nichts passiert. Gut dazwischen. Nochmal der Ball in die Mitte, ins Zentrum noch nach außen. Da muss eine Flanke kommen. Die kommt auch. Gibt es den Eckball, aber nach Viertelstunde ohne Gefahr. Ohne wirklich große Chancen, würde ich sagen, doch hier mit einem Schuss. Wacker auch. Jetzt Wacker mit mehr Ballbesitz. Im Moment sehr viel Mittelfeldgeplänkel in dieser Situation. Nicht wirklich viel los, der ist ja nicht so gut abgefangen, nach außen gelegt. Achtung, die sind wieder dabei, aber die sind nicht verteidigt. Boah, das ist gut durchgespielt. Hier mal mit dem 1:0 in der 28. Minute. So, da müssen wir jetzt vielleicht mal versuchen, den Ausgleich zu erzielen. Eine Flanke, aber wieder abgefangen. Ist das noch Ballgewinn gut gemacht? Er hat das nicht gespielt, aber dann super spielt er. Ist der Konter für Wacker. Achtung, nach außen, die Seite. Mal zurückgelegt, nochmal da gut dazwischen jetzt die Konterchance vielleicht für uns. Nein, doch. Jetzt guter Ball nach außen, nochmal zurückgelegt, ja, schießt doch mal. Nein. Mal nach außen, nochmal der Pass. Wo ist der? Wo ist die Anspielstation? Da ist der Ball, die Mitte, das ist der Eckball. Dann ist Halbzeit. Wir werden mal reingehen. Die Taktik, ich werde mal auf Ballbesitz umstellen. Und werde an sich mal wechseln, so dass Tankulic, ne, der hat minus 4 da. Gott. Ja, wir müssen im Prinzip, Helfer kommt mal rein für Düker. Und das war's dann. Und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang. Wir stoßen an. Schauen. Gut abgelegt. Gut, das mal. Nochmal gut nach außen, jetzt die Option zur Flanke, nein, nochmal. Gut gemacht, nochmal zurückgelegt. Wieder die gelegt, aber in der Box, gut gemacht. Aber Freistoß für Wacker. Wir können den Ball nicht erobern. Ein guter Ball, der ist nicht zu lang, aber Abstoß. Haben wir jetzt mehr Ballbesitz, was auch gut ist, aber es fehlt ein bisschen die Fähigkeit nach vorne in diesem Spiel. Gut, jetzt schnell auslösen wir da am Mann dran, der auch einfach trotzdem gut dazwischen zunächst. Nicht eingreifen, dann. Oder vielleicht jetzt nochmal wechseln wollen. Die Sache ist, dass wir nicht unbedingt die Option haben, um zu wechseln. Wir können rechts hinten nochmal wechseln. Aber das war's dann auch. In dieser Phase ist das gut gespielt. Und wieder fehlt die offensive Aktion. Traut sich keiner mal zum Abschluss. Flanke ist gut, Kopfball, Tor! Nein, Kopfball. Gute Ecke. Und der ist jetzt aber auch nicht drin.
Auch mal Ecke, die ist wieder nicht schlecht. Aber in die Mitte. Und er ist. Und abseits. Gut dazwischen. Wir bleiben dran jetzt. Gut. Ah, schade. War nicht schlecht. Achtung jetzt vor dem Konter. Der Wacker, der ist nämlich jetzt gut gespielt, aber gut dazwischen. Jetzt auf Ballbesitz aus auf dieser Phase hier. Gut dazwischen. Jetzt mal drauf geht der Ball, kommt in die Mitte. Achtung. Gut. Vom Schlussmann. Guck mal, es ist. Guter Abwurf. Wenn es jetzt noch schnell nach Spielzeit. Jetzt oben drauf, vielleicht nochmal ein Abschluss. Nein, Schluss. Wir verlieren mit 1:0. Damit scheiden wir aus auf dem Vorbereitungsturnier. Ist ein bisschen schade. Wir machen auch Egerer mal ja, Ball erobern, denn Mittelfeldspieler schicken ihm allerdings die zentrale Feldrolle und hoffen, dass das was bringt. Die haben ein Transferangebot für EFSF erhalten. 500.000 von Begalter Selter. Spieler tauschen, ja. Und ich würde sagen, das nehmen wir mal gleich an. Dann gehen wir noch ein paar Tage voran. Und dann gehen wir jetzt noch schnell in die Simulation hier zum letzten Auswärtsspiel. Was wir wahrscheinlich auch verlieren mit 0-1, ja. Damit war es das Vorbereitungsturnier für uns. Die Vorbereitung ist nicht gut gelaufen. Wir haben drei Nachrichten im Büro. Zum einen ist EFC verkauft und dann gibt es das Turnierpreisgeld und die E-Mail vom Vorstand. Alles gut. So. Und dann haben wir 1,7 Millionen haben wir jetzt auf dem Zettel. Sind im Plus, das ist schon mal gut, aber ja, wir müssen noch ein bisschen was tun. Und was wir noch tun, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, bis hierhin der Part hat euch gefallen. Ihr habt Bock auf diese Karriere, genauso wie ich. Und damit danke fürs Zuschauen, haut rein, bleibt gesund und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!